jeder hat da was völlig anderes, warum er jetzt Rad fährt oder warum er gerne im Wald unterwegs ist oder manche sind einfach auch nur gerne auf dem Rad unterwegs, ist egal, ob es Wald ist oder nicht. Aber ich bin einfach total, ich bin super gerne in Natur unterwegs und ich mag den Geruch im Wald und ich mag es im Herbst, wenn diese frische Luft da ist. Ich mag es im Sommer, wenn es total heiß und trocken ist, mag ich. Also es hat irgendwie alles sowas für sich. Irgendwie diese Nähe zur Natur, weil unser Lebensalltag ist ja ganz weit weg von der Natur eben. So. Leben natürlich nicht ohne Grund hier. Ne? Es ist einfach perfekt zum Radfahren. Du hast halt mega geile Berge, den Schwarzwald, die Rheinebene auf der anderen Seite, wo es selbst im Winter halt gutes Wetter ist. Und ja, Mountainbiken ist halt auch so toll, wenn du es halt als Hobby ausüben kannst, wenn du direkt aus der Stadt in den Wald kannst und den Berg da hast. Ja, also ich sag's mal so, aus Freiburg ziehen die meisten ungern weg, weil es einfach wirklich eine hohe Lebensqualität hat, weil es eine der wenigen Städte, wenn nicht die einzige in Deutschland von dieser Größe ist, denke ich, wo man einfach die Natur so vor der Haustür hat. Alles angefangen, soweit ich mich erinnern kann, war so Mitte 2000, 2004, 2005, als ich dann nach Freiburg kam. Ich komme aus einem kleinen Dorf, also ich kam dann nach Freiburg in die große Stadt und da gab es eine Location, die nannte sich Bombenloch. Und diese Location, die war schon Jahre davor bekannt, dass man da Rad fahren konnte. Das Ganze wurde geduldet von dem privaten Eigentümer und dort haben sich dann Ansgar, Arne und noch ein paar andere dann regelmäßig getroffen und haben dort gebaut. Und schlussendlich hat das Ganze begonnen, als Ansgar aus dem Kanada-Urlaub zurückkam. Bin dann irgendwie zurückgekommen und hab mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass es irgendwie in einem Gebiet so viel für Mountainbiker gibt und in einem anderen Gebiet, wo es genauso viele Mountainbiker gibt, da gab es irgendwie nichts. Ne? Also da war ja, natürlich, es gab tolle Wege im Wald, aber halt das Mountainbike-Fahren auf einer Strecke, die wirklich fürs Mountainbiken gebaut ist, einfach was ganz anderes. Dann haben wir uns halt überlegt, hey, lass doch einfach mal den Förster fragen. Am Rosskopf, vielleicht ist da irgendwie in der Waldfläche oder sowas, wo wir was bauen dürfen, ne? Wo es möglich ist. Der Dieter Thoma war dann auch relativ aufgeschlossen, hat dann gemeint, heuer, lass mal was überlegen. Sind dann da schnell in Dialog im Forstamt gekommen und haben dann
eigentlich relativ unkompliziert in seinem Jeep zusammen da mal eine Strecke angeguckt, wo er meinte, ja, da könnte man was machen. Und da hat gemeint, ja, baut einfach mal. Nachdem wir das mit Förster anguckt hatten, war eigentlich sofort klar, das wird irgendwie, da kann man ganz viel tolle Sachen draus machen, weil das ja echt eine lange Abfahrt war, eigentlich vom Gipfel bis ganz runter. Ja, da haben wir eigentlich nie damit gerechnet, dass wir sowas direkt von Anfang an kriegen. Ja. Und so haben wir dann angefangen, da mal ein paar Kürfchen reinzubauen. Hat auch relativ lang gedauert halt, bis das wirklich von oben bis unten ein durchgehender Trail war. Am Anfang war es einfach eine Rückegasse, wo es halt Vollgas geradeaus runterging. Ja. Aber natürlich super cool, dass wir halt einfach ganz legal ein Stück für uns hatten, wo wir bauen konnten. Und so war eigentlich der Start von der Borderline. Das hat eigentlich dann so die ersten 5 Jahre so mehr oder weniger funktioniert, dass wir uns da halt einfach relativ frei organisiert haben, ohne so eine richtige Struktur. Und ja, das Forstamt hat dann auch gesehen, krass, die Jungs machen ja richtig was, ja. Die hat nicht nur mal so eine kurze Idee, sondern das bleibt wirklich und die kümmern sich drum und halten es auch in Stand. Es sind dann immer mehr Leute gefahren. Es wurde halt dann auch über die Grenzen von Freiburg raus bekannt, dass da einen coolen, etwas längeren gebauten Trail gibt. Und immer mehr Leute waren hier. Bis zu dem Punkt, an dem der Förster unter anderem dann auch gesagt hat, ja, das wird mir zu viel, zu unkontrolliert. Und wir müssen das irgendwie unter Kontrolle bringen. Und wir, Förster bzw. die Stadt, hätte gerne da einen festen
Ansprechpartner, das sollte aber keine Privatperson sein, sondern die Organisation über zum Beispiel einen Verein. Das Vereinsthema jetzt fürs Mountainbike und so wie wir damals sein, wie das Mountainbike eigentlich war, erstmal gar nicht so naheliegend war, weil es eigentlich klar war, man hat sein Rad und geht halt fahren. Ja? Da braucht es irgendwie, was brauche ich jetzt diesen Verein und diese Bürokratie irgendwie dazu. Und aber nachdem er sich so ein bisschen schlau gemacht hat, war klar, dass das eigentlich gar keine, ja, dass das echt wenig Aufwand ist, eigentlich so einen Verein zu gründen und den auch am Laufen zu halten, wenn man das auf einem ganz niedrigen Level halt macht. Ja. Und dann war der klare Gedanke, wir gründen einen Verein, dass wir darüber einfach halt die Strecke versichern können, dass die Stadt, das Forstamt auch einen klaren, sicheren Ansprechpartner hat, auch wenn wir mal irgendwie wegziehen oder sich was verändern sollte, dass der Verein dann einfach für verantwortlich ist. Das haben wir dann gemacht, ganz klein mit, ich glaube, wir waren 7 Leute brauchten wir für einen Verein, ich glaube, wir waren zu 10 oder sowas, ja, und hatten das dann so kalkuliert, dass cool wäre, wenn wir 50 Leute werden, dass wir die Versicherung für die Strecke bezahlen können, dann hätte sich das alles ganz gut ausgegangen und dann saßen wir in einer Kneipe irgendwo im Institutsviertel und haben dann da den Verein gegründet, ne? Alle waren happy, das Forstamt hatte einen Ansprechpartner, wir hatten eine Versicherung für die Strecke und es konnte weitergehen. Und dann irgendwann kam 2005 war das, die Idee von der Stadt, dass man auf der Kipfelsenseite auch was macht, was dann auch der Canadian Trail wurde. Und der Bau vom Canadian und quasi die Aufmerksamkeit, die das auf sich gezogen hat, dass da was gebaut wird, komplett neu, von oben bis unten, in einem durch und noch irgendwie von 3-4 Kanadier. Das war extrem, wie halt da plötzlich die Anmeldung, also es war wirklich... Da kamen so viele Anmeldungen, das war unfassbar. Ja. Dann war das natürlich genial, als wir erfahren haben, dass die Freunde von Ansgar aus Kanada einfach Lust haben, vorbeizukommen. Einfach 4 Wochen, 5 Wochen nach Freiburg zu kommen und für uns jeden Tag von 9-to-5 Trails zu bauen. Das war natürlich eine komplett andere Liga, wie wir das bisher so kannten. Und vor allem auch viel, viel professioneller, da die Jungs in Kanada das schon viel, viel länger gemacht haben und ganz andere Erfahrungen mitgebracht haben. Weil es halt super schön zu sehen war, dass halt alle das so toll fanden, dass so quasi so ein Verein da ist, der halt allen Ideen gegenüber offen ist, mit der Vereinsmeisterschaft, der Jugendgruppe, das ist ja alles so da entstanden, das Bike Festival und wir haben halt einfach dann gemacht, ja, und es waren halt super viele Leute, die sich engagiert haben, ihre Ideen umsetzen konnten und daraus sind halt die ganzen Sachen, die wir heute auch noch haben, dann entstanden, ne? Freiburg für mich ist auch noch die Kultur, die man hier machen kann. Also es ist halt groß genug, um Kultur zu haben und klein genug, um in 5 Minuten Weg aus der Stadt im Wald zu sein und man ist raus. Und das ist für mich echt das Highlight eigentlich an Freiburg, dass man in so kurzer Zeit die Stadt hinter sich lassen kann und den Alltag und man ist einfach, ja, in seiner, ja, so weg von allem. Und das ist richtig cool. Eigentlich, dass man halt in der Stadt ist, man hat so ein bisschen einen Stadtkern, kann irgendwie am Wochenende feiern gehen, kann was unternehmen und gleichzeitig halt von der Arbeit kommen, sich aufs Fahrrad zu schwingen, sei es Rennrad oder Mountainbike und man ist irgendwie direkt im Wald, das ist wirklich ziemlich schön und auch zum Skifahren ist es nicht weit.
Ich glaube, das ist schon eine krasse Lebensqualität, dass ich jederzeit in die Natur gehen kann. Ja, also ich kann das nur unterschreiben, also voll. Fährst praktisch aus der Stadt raus und bist auf dem Berg und hast da zwei Trails zur Auswahl. Ist dann geil. Und wenn du jetzt irgendwie in Hamburg wohnst, dann ist das nicht so. Da gibt es halt keine Berge. Aber schön. Alles, was irgendwie Outdoor-Sport betrifft, direkt vor der Haustür. Also ich wohne 2 Minuten vom Canadian weg und 5 Minuten von der Borderline weg. Setze mich nachmittags auf mein Fahrrad und gehe ein bisschen shredden. Also besser kann es nicht sein. Also wenn man es halt Stand heute wirklich anguckt, auch jetzt nach den ganzen Corona-Boom-Geschichten, was uns ja auch nochmal echt viel Mitglieder gebracht hat. Ich meine, wir sind jetzt annähernd bei 3000 Mitgliedern. Wir haben eine festangestellte Geschäftsführerin, wir haben einen festangestellten Trailpfleger, mehrere 450-Euro-Kräfte. Es ist halt echt groß geworden, ne? Und wir kriegen ganz viele Anfragen aus ganz Deutschland, wie wir das gemacht haben, versuchen Hilfestellung zu geben. Das ist natürlich irgendwie krass, wenn man das so überlegt, wie wichtig das dann eigentlich auch geworden ist für Leute, die gar nicht mal aus Freiburg sind, ne? Was wir dann für ein Vorbild auch haben und dass wir halt dann irgendwie andere Leute dazu bewegen, dass die halt auch auf den Förster die Stadt zugehen und was legal machen wollen, ne? Das hat natürlich, da hat ja früher so keiner dran gedacht, dass wir da mal vielleicht irgendwie Vorbild sein könnten. Ne? Wie gesagt, die Community muss sein, also wir brauchen die Leute halt. Die brauchen uns und wir brauchen die. Daher, sonst würde es nicht funktionieren. Wenn du es alleine machen würdest, keine Ahnung, dann bekommst du wieder so 10 Jahre zurück auf diese illegalen Sachen. Und das soll es ja nicht geben. Wir wollen ja, dass wir einfach alle zusammenhalten. Das ist ganz wichtig. Kommunikation ist ganz wichtig und einfach cool, einfach alle zusammen und Spaß zu haben auf dem Trail. Das ist eigentlich das, um was es geht, oder? Hauptsache Spaß, bald Fahrrad fahren. Genau. Wenn man einfach irgendwie eine Strecke fährt und weiß, hey, der Anlieger sieht jetzt so aus, weil ich hier mitgeholfen habe oder wir haben gemeinsam die Linienführung hier festgelegt oder hier habe ich die Steine rausgerecht, was auch immer, dann ist das einfach nochmal ein besseres Gefühl, ja. Also Verständnis auch der Leute, warum es wichtig ist, Trailbau zu machen, warum es halt vielleicht nicht immer cool ist, von innen in den Anlieger rein zu driften, ja, dass die Erde fliegt, sondern dass das halt auch wieder viel Arbeit ist, das herzurichten. Ne? Und gerade auch für viele junge Fahrer im Verein, die sind ja quasi ans Mountainbiken gekommen, wo die Trails schon da waren. Die kennen gar nicht die Arbeit hinten dran, was das eigentlich heißt, so einen Trail zu bauen, instand zu halten. Und deswegen ist es total wichtig, da auch einfach den Nachwuchs mit reinzunehmen. Und die kriegst du halt über die Bautage schon super gut auch dazu. Einfach selber das zu machen, wo man dann viel fährt und immer sagen kann, das habe ich gemacht, wenn man drüber fährt. Ich glaube, das stärkt auch so die Gemeinschaft vom Mountainbiken, so die Leute. Was ich mir wünsche für jeden, der hier nach Freiburg kommt, dass er eigentlich den Kontakt sucht zu den Vereinsveranstaltungen, weil im Endeffekt, ich höre ganz oft ich habe eine Zeit lang ganz oft die Aussage gehört, ja, um die Strecken kümmert sich der Verein. Aber es ist natürlich völlig klar, dass irgendwie der Verein, das sind irgendwie diese 2700 Leute. Und die Hilfe für die Strecken und das Mitmachen für die Strecken muss von den Leuten kommen, die drin sind. Und es macht einen Riesenspaß, da im Wald zu stehen und sich um diese Strecken zu kümmern. Ist fast gleich viel wie Fahrradfahren eigentlich. Ja. Behind the scenes, Alter. An folgendem Fels penetriert. Es hat sich ergeben, die folgt. Es war der zweite Dreier an selbigem Tage. Oh, leck ich schon. Ich muss ins Bett jetzt. Ich glaube schon seit. Ja, ich seit heute Morgen so scheiße.
Und? Was sagst du zum Drehtag? Ach, super gelaufen, ey. Super gelaufen, 1A. Ein Platten. Ein Schluck Freiburg. Fish on land.